Sie gehören derzeit zur aussterbenden Art. Familienautos für unter 30.000 Euro. Oftmals die Anforderungen, viel Platz, ein variabler Innenraum, Schiebetüren oder mehr als 5 Sitzplätze. Wir stellen sie euch vor, 7 günstige Vans für Familie und Abenteuer, jetzt bei Die 7. Auto Nummer 1. VW Caddy. Der VW Caddy ist ein wahrer Klassiker im Segment der Familienautos. Bereits 1978 wird der erste Caddy vorgestellt, damals als Pickup, der auf dem Golf 1 basiert. Die aktuelle 5. Generation des Caddy fährt in der Basis mit 114 PS und erreicht damit eine Höchstgeschwindigkeit von 182 km/h. Sicher keine Rennmaschine, aber dafür gemütlich und praktisch. Praktisch bedeutet in diesem Fall, dass der VW bis zu 2556 Liter Ladevolumen vorzuweisen hat. Allerdings, wer den Laderaum voll ausschöpfen will, muss sämtliche Rücksitze herausnehmen und zu Hause lassen. Diese lassen sich zwar umklappen, aber nicht im Boden versenken. Die Einstiegsvariante des Caddy Kombi kommt als 1,5 Liter Benziner und ruft einen Preis von immerhin 27.518 Euro auf. Auto Nummer 2. Ford Tourneo Connect. Der Hochdachkombi aus dem Hause Ford nennt sich Tourneo Connect. Technisch ist er mit dem VW Caddy verwandt, optisch trägt er jedoch sein eigenes Kleid. Den Tourneo Connect bietet Ford in 2 Radstandversionen an, die jeweils auch als 7-Sitzer bestellbar sind. Bleiben die Sitze der 2. und 3. Reihe ungenutzt, lassen sie sich nach vorne umklappen oder ganz herausnehmen. So entsteht ein nochmals größerer Stauraum. Im Fall der Langversion ist das Gepäckabteil auf rund 3.100 Liter erweiterbar. In der kürzeren Variante sind maximal 2.556 Liter möglich. Ebenfalls praktisch sind die serienmäßigen beidseitigen Schiebetüren für den Fond. Die ermöglichen die kinderleichte Beladung auch in engen Parklücken und Parkhäusern. Den Tourneo Connect gibt es mit EcoBoost Turbobenziner und 114 PS ab 29.290 Euro. Auto Nummer 3. Opel Combo Live. Ein weiterer cleverer Familienfreund ist der Opel Combo Live. Zur Wahl stehen auch hier 2 Radstände, wobei die kürzere Version bereits ein üppiges Ladevolumen von 597 bis 2126 Litern bietet. In der 35 cm längeren XL-Version lassen sich hinter der großen Heckklappe bis zu 2693 Liter verstauen. Beide Versionen sind auch als 7-Sitzer erhältlich. Neben der schieren Größe punktet der Combo Live mit alltagspraktischen Verstaumöglichkeiten und einer separat zu öffnenden Heckscheibe. An der Spitze der Opel Combo Live Motoren steht ein 4-Zylinder Turbodiesel mit 1,5 Litern Hubraum und 130 PS. Dafür werden aber auch mindestens 29.250 Euro fällig. Für preisbewusste Familien empfiehlt sich da vielleicht eher der 110 PS Benziner ab 19.995 Euro. Auto Nummer 4. Renault Kangoo. Der Kangoo ist ein beliebter Familienvan aus dem Hause Renault und wurde zuletzt im Januar 2023 neu aufgelegt. Im Vergleich zum Vorgänger zeigt sich der jüngste Kangoo mit 4,49 Meter Länge um 20 cm gestreckt und bietet damit noch mehr Raumangebot. Im Innenraum finden bis zu 5 Personen komfortabel Platz und haben dabei jede Menge Kopf- und Beinfreiheit. Der Zugang zum Fond erfolgt über Schiebetüren. Und wer das volle Gepäckabteil ausnutzen will, kann die Rücksitzbank umklappen, sodass sie mit dem Kofferraumboden eine ebene Ladefläche bildet. In diesem Fall steigert sich das Ladevolumen von 519 auf 2031 Liter. Der Hochdach-Kombi-Klassiker ist als Benziner mit 101 PS zu Preisen ab knapp 26.000 Euro erhältlich. Auto Nummer 5. Nissan Townstar. Mit dem Townstar schickt auch die Marke Nissan einen erschwinglichen Hochdachkombi ins Rennen und kann mit Caddy, Kangoo und Co. locker mithalten. Praktische Schiebetüren, komfortable Sitze und eine große Heckklappe gehören zum Standardprogramm. In puncto Kofferraumvolumen bietet der Townstar 775 Liter bis 3500 Liter bei umgelegter Rückbank. Dazu noch eine Dachreling.
Im Alltag kann sich der 4,49 Meter lange und 1,86 Meter breite Pkw durchaus sehen lassen, genau wie die Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h. Der japanische Automobilhersteller gewährt auf den Townstar sogar eine europaweite 5-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung. Der Hochdachkombi kostet in der Basis-Ausstattungslinie Ascenta mit dem 130 PS starken Benziner mindestens 25.950 Euro. Auto Nummer 6. Toyota ProAce City Verso. Dass Familienvans auch günstig gehen, beweist der Toyota ProAce City Verso. Als 1,2 Liter Turbo-Benziner mit 110 PS ist der Japaner für 25.580 Euro zu haben. Dafür gibt es innen Platz ohne Ende und man sitzt vorne wie auch hinten recht luftig. Auf dem Fahrersitz reicht die Beinfreiheit für Personen bis zu 2 Meter aus, im Fond immerhin für Passagiere bis zu einer Größe von rund 1,85 Meter. Den Toyota gibt es in zwei Längen, 4,40 Meter und 4,75 Meter. Die kürzere Variante bietet bis zu 2.126 Liter Laderaum, die lange schluckt maximal 2.693 Liter. Trotz seines großzügigen Raumangebots ist der Hochdachkombi aus dem Hause Toyota mit dem Beinamen City auch in der Stadt noch handlich genug, auch wenn die Breite von 1,85 Meter nur knapp unter den Dimensionen eines Campervans liegt. Auto Nummer 7. Dacia Jogger. Zu guter Letzt das Preis-Leistungs-Monster für die ganze Familie, der Dacia Jogger mit bis zu 7 Sitzen. Bei der rumänischen Renault-Tochter Dacia ersetzt der Jogger seit 2022 den Van Logi, den Kastenwagen Docker und den Logan MCV. Diese Kombination spiegelt sich nicht nur im Raumangebot wider, sondern auch optisch mischt der Jogger Elemente von Kombi und Van. Daraus ergibt sich auf 4,55 Meter Länge Platz für 7 Insassen, wobei sich die dritte Sitzreihe eher für Kinder oder Teenager eignet. Ohne dritte Reihe stellt der Jogger bei umgeklappter Rückbank beachtliche 1.819 Liter Kofferraumvolumen mit einer Ladelänge von bis zu 2 Metern zur Verfügung. Zum Start wurde der Jogger zunächst als 110 PS starker Benziner und als Autogas-Benzin-Variante mit 101 PS angeboten. Neu dazu kommt jetzt ein selbstladender Vollhybrid mit 1,2 Kilowattstunden Batterie, im Übrigen der erste der Marke. Bekannt ist dieses System beispielsweise aus dem Renault Clio, mit dem sich der Jogger die CMFB-Plattform teilt. Und für all das muss man gar nicht so tief in die Tasche greifen. Die Einstiegsvariante mit 5 Plätzen kostet vergleichsweise nur 16.900 Euro. 2 Sitzplätze mehr lassen den Preis auf mindestens 17.900 Euro steigen. Das waren 7 der preiswertesten Familienvans bei Die 7. Was haltet ihr von diesen Raumwundern? Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips von Die 7 und Automotor und Sport sehen wollt und euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da.